Heute besprechen wir die Inhalte, meine Erfahrungen und die besten Tipps für das Psychologiestudium. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und sehr viele von euch interessieren sich nach dem Abitur Psychologie zu studieren, wie ich es ja selbst auch gemacht habe und nach wie vor immer noch tue. Ich bin aktuell im dritten Semester an der Fernuni Hagen und studiere dort Psychologie, den Bachelor of Science, und ich kann es vorneweg nur schon mal super, super krass empfehlen, aber lasst mich euch als allererstes mal einen konkreten Überblick über die Inhalte geben. Also in Bezug auf die Inhalte ist es so, dass ihr zumindest an der Fernuni Hagen erstmal das erste Semester, wenn ihr es in Vollzeit studiert, ist einfach ganz normal, habt ihr im ersten Semester die Einführung. Die Einführung besteht im Prinzip aus zwei Modulen, das heißt, ihr habt auf der einen Seite wirklich dieses klassische Einführungsmodul, da lernt ihr einfach allgemeine Dinge, wie man forscht, wie funktioniert überhaupt wissenschaftliches Arbeiten, ihr lernt auch was über kulturelle Vielfalt, einfach die Grundbegriffe der Psychologie, also im Prinzip einfach so dieses Starter-Kit, was man braucht, um überhaupt mal irgendwas zu kapieren. Und auf der anderen Seite, wofür sich ja viele von euch fürchten, Statistik. Ja, da geht es einfach voll um Statistik, dass du die Verfahren kennst, dass du weißt, wie es berechnet wird, wie geht man mit Kennwerten, Messwerten und so weiter um, weil natürlich man das für jedes Experiment braucht und jedes Experiment für jeden Bereich, die dann eben danach kommen, super, super wertvoll ist. Das heißt, das ist so der Anfang, und wenn du das dann gemacht hast, kannst du im Prinzip fortschreiten in die nächsten Semester. Da geht es dann um die verschiedensten Themen, also wirklich auch über Themen, wo ich dachte mir, die haben mit Psychologie gar nichts zu tun. Zum Beispiel das allererste schon mal Wahrnehmung. Ja, du lernst, wie nimmt ein Auge Dinge wahr, auch was für psychologische Tricks fallen wir da vielleicht auch rein. Man lernt zum Beispiel was über Gedächtnis, wie denken wir, Sprache, Entscheiden, Urteilen, all solche Dinge, worauf ist überhaupt ausgelegt, was sind da Kriterien, was beeinflusst das Ganze auch. Du lernst biologische Psychologie, also wirklich, wie ist unser Kopf aufgebaut, wie funktionieren Nervenzellen, all solche Dinge, wie Lernen funktioniert, wie Motivation funktioniert, was Emotion ist, wie eine Emotion funktioniert, was verschiedene Theorien es darüber gibt. Dann auch soziale Situationen, wie sich der Mensch selbst vielleicht vom Kindesalter auch an entwickelt. Also super breites Feld, merkt ihr schon. Du lernst aber auch, ja, solche Dinge sind auch drin, ganz, ganz wichtig, wie man so einen Test, so Experiment überhaupt richtig durchführt. Wie man auch einen Fragebogen so konstruiert, dass er eben nicht durch psychologische Annahmen oder Verzerrungen irgendwie verfälscht wird, sondern du genau das rausbekommst, was du eigentlich ja wissen wolltest. Das heißt, all solche Dinge sind drin. Bei mir wird später auch noch einfach ein richtiges Praktikum im echten Leben drin sein. All solche Dinge. Das heißt, das ist dann einfach der ganze Bereich, wo du einfach über verschiedene einzelne Bereiche innerhalb der Psychologie, also die verschiedenen Unterbereiche, in ganz, ganz viel eingetaucht bist, super viel gelernt hast. Und dann, das war quasi so der fette Mittelteil, dann bist du eben bereit für die Anwendung. Das ist dann, glaube ich, nochmal das letzte Jahr bei einem dreijährigen Bachelor, glaube ich zumindest, oder das letzte halbe Jahr irgendwie so in dem Dreh. Da geht es nämlich darum, dass du einfach Anwendungsbereiche wählst. Da gibt es hier 4 zur Auswahl, wovon du an der Fernuni Hagen 3 auswählen musst. Zum einen Organisationspsychologie, Bildungspsychologie, Gemeinschaftspsychologie oder Gesundheitspsychologie. Wie gesagt, 3 von diesen 4 musst du auswählen und belegst dann eben, und abschließend noch die Bachelorarbeit. Kommen wir dann zu meinen Erfahrungen. Ich muss wirklich sagen, ich bin jetzt im dritten Semester. Mir macht es mega viel Spaß. Also klar, es ist teilweise viel Stoff, teilweise kompliziert, teilweise nicht so einfach. Aber ich denke, es sollte jedem bewusst sein, wenn man Psychologie studiert. Ich finde es einfach super interessant. Also es ist einfach das. Diejenigen, die sich jetzt gerade bei den vorherigen Begriffen die ganze Zeit denken, oh geil, studier Psychologie. Es ist einfach so. So, du lernst so, ich bin ein ganz großer Fan von YouTube-Videos und von Bücherlesen und was weiß ich. Aber wenn ich eine Sache mit Abstand am meisten gelernt habe, innerhalb der letzten eineinhalb Jahre jetzt hat, nur wo draufsteht, von Studien getestet, ist noch lange nicht ernsthaft, tiefgründig, wissenschaftlich belegt. Und du erfährst diese ganze Thematik in so einer krassen Tiefe, die du eigentlich woanders einfach nicht bekommst, außer du liest dich halt wirklich krass in verschiedene andere, tiefer gehende Seiten ein. Aber so auf dem klassischen Wege, so diese Persönlichkeitsentwicklungsszene, da ist so viel, was einfach nur behauptet wird. Und du verstehst einfach mal, krass, Alter, krass, was hier alles als für sicher verkauft wird. Deswegen richtig, richtig heftig. Mir, für mich, absolut Augen öffnen. Und es gibt eigentlich relativ wenige Vorlesungen, wo ich mir denke, boah, juckt mich jetzt gar nicht. Klar, gibt es immer mal, für viele von euch wahrscheinlich Statistik, so, warum muss ich das machen? Aber wenn man es in den richtigen Kontext einordnet, es ist schon geil. Ja, es ist schon geil. Es ist auch gar nicht so viel zu lernen, muss ich sagen. Liegt vielleicht auch daran, dass ich einfach
dadurch, dass ich ja selbst die ganze Zeit darüber coache, wie man sich fürs Lernen motiviert, wie man durchzieht, wie man die richtigen Lernstrategien anwendet, da vielleicht einfach extrem gut bin, kann sehr gut sein. Aber ich muss wirklich sagen, ich finde es ex. Es geht wirklich. Also es geht wirklich. Ja, das so viel zu meinen Erfahrungen. Ich habe, was ich ein bisschen verkackt habe, lass uns auch gleich zu den Tipps übergehen, die ich für jeden, der das anstreben möchte, noch weitergeben will. Die ersten beiden Semester, also das erste Jahr, habe ich dadurch, dass ich hier mit Abitur so viel aufbauen wollte, habe ich eigentlich ziemlich versäumt, konstant mitzulernen. Und das ist natürlich eine Sache, die kann man machen. Ja, ich bin trotzdem auch mit nur einer Woche Vorbereitung durch die beiden Klausuren, die immer am Ende des Semesters Schlag auf Schlag kommen, super durchgekommen, einwandfrei. Aber war natürlich erstens super harte Wochen und zum anderen ist es nicht das Zwangsläufige, so wie du das Ganze angehen möchtest. Jetzt schaffe ich es mittlerweile wirklich zu sagen, okay, ich lerne einfach in der Früh eine halbe Stunde, eine Stunde, zwei Stunden und so komme ich aber auch wirklich top durch. Also das muss man sich wirklich auch mal vor Augen halten. Man kann, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste für dieses Fach, du kannst extrem viel lernen. Ja, du kannst es unfassbar komplex machen, du kannst jedes Quiz, was es bei uns immer gibt, nochmal durchmachen, du kannst jeden Forschungsartikel tausendmal lesen, du kannst 100.000 Bücher lesen, also du kannst super breit gehen mit der Sache. Aber um einfach nur die Grundessenz zu verstehen, die Prüfungen gut ablegen zu können, wirklich einfach den Studiengang selbst einfach sinnvoll zu machen, kommst du, glaube ich, mit wesentlich weniger Aufwand aus, als die allermeisten Leute denken. Wieder aber vorausgesetzt, dass du erst Disziplin durchziehst und zweitens gewissermaßen auch das Selbstvertrauen hast, gewisse Dinge ein bisschen wegzulassen, einfach halt deinen Weg zu gehen. Und ich glaube, das fehlt ganz, ganz vielen, vor allem, weil sie oft denken, oh, Psychologie, oh. Das an der Stelle. Ansonsten genauso auch zum Thema Statistik und auch gleich als Tipp für diejenigen die von euch, die in der Oberstufe sind. Wenn du in der Oberstufe bist und du Psychologie studieren willst, pass in Mathe auf. Pass ernsthaft in Mathe auf. Das glaubt man nicht, aber es ist einfach so, dass ganz ehrlich, es hat sich bei mir in Statistik, du brauchst nur eine Statistik, in anderen Fächern war es bei mir bisher noch nicht wirklich so, aber für Statistik, es hat sich wirklich so angefühlt, die machen das 8., 9., 10., 11., 12. Mathe, ich hatte G8, und dann, bam, kommt Statistik, Psychologiestudium. Es ist genau darauf aufgebaut, also es bringt dir wirklich viel, ansonsten bringt dir noch ein bisschen Physik was, ein bisschen Bio bringt dir was, aber das ist alles schon nicht mehr so wichtig, wirklich Mathe extrem wichtig, sprich, auch jetzt für diejenigen, für wen würde ich es empfehlen. Ganz ehrlich, wenn es dich so stark interessiert und du auch jemand bist, der in Mathe nicht so gut bist und sagt, du willst dich da trotzdem durchbeißen, dann würde ich es wirklich empfehlen. Mega geil, das Studienfach. Mega geil. Wenn du jemand bist, der sagt, ah, Mathe geht echt fast gar nichts und du bist nicht dazu bereit, wirklich 100% alles zu geben, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Statistik dich killen wird. Ist ehrlich gesagt so, es ist nicht ohne, es ist echt nicht ohne, auch obwohl ich sehr gut in Mathe war und dafür sehr gut auch, glaube ich, angelegt bin. Es ist schon challenging. Wenn du aber grundsätzlich gut mitgelernt hast in Mathe in der Oberstufe, dann wirst du dich da auch vergleichsweise spielen. Das heißt, für diejenigen, die jetzt gut in Mathe sind, ihr müsst euch gar keinen Kopf machen. Es ist auch definitiv alles lernbar, es ist definitiv komplizierter aufgezogen in Statistik, als es eigentlich sein müsste. Aber da geht es halt darum, dass du wieder erkennst, was das Wichtige und was das nicht so Wichtige ist. Das einfach nur als einziges Entscheidungskriterium, ansonsten alles echt top. Ich kann es nur empfehlen und ja, wählt das, worauf ihr Bock habt, aber ich bereue es auf jeden Fall auf gar keinen Fall. Wenn ihr irgendwelche Fragen zum Psychologiestudium habt, schreibt mir die gerne unten in die Kommentare, beantworte ich natürlich wie immer alle oder ihr schreibt mir einfach auf Instagram @leo_eckel. Findet ihr auch ganz unten in der Videobeschreibung nochmal mein @leo_eckel, also wie ich auf Instagram heiße, könnt ihr mir auch gerne über DM schreiben, da beantworte ich auch gerne alles und ansonsten denkt dran, ich glaube an dich, wir beide sehen uns im nächsten Video, dein Leo. I wanna know, what the fuck is a team?